Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Das nächste Tonband haben wir gefunden. Und hier haben wir wieder eine Münze und verdorbenes Fleisch. Gute Sache. Und da wir so am Arsch sind, müssen wir das eigentlich machen. Das heißt, wir schauen wieder in den 87. Stock. Und holen uns ein Antibiotikum. Wir haben leider kein Kleingeld mehr. Aber zumindest... Boah, Hunger 18? Das ist natürlich nice. Und die Chance auf Vergiftung. 50%. Ach. Ach ja, ist das nicht toll. Mach mal das. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Antibiotika. Gesundheit 5, dabei. Die Gesundheit ist noch okay. Der Hunger ist das, was mir zu schaffen macht. Wir waren im 77. Nee, da waren wir gar nicht. Da waren wir noch gar nicht. Wo waren wir denn? 80? Ja, geil, wie ich gerade alles verballer. Wasserflasche. Wasser klingt gut. Lumpen klingt gut. Endlich Lumpen. Da lasse ich mich nicht zweimal lumpen. Verdammt. Fahrrad, wo nichts zu retten ist scheinbar. Nee, da können wir leider nichts verwenden. Noch passt es ja von der Gesundheit. Hol die Brechstange. Sehr gut. Ach, verfehlt. Come on. Kritischer Treffer, da läuft er weg. Den Automaten können wir nicht verwenden. Da sehen wir schon, der ist eingeschlagen. Das heißt, den brauchen wir gar nicht notieren. Wir können da leider wirklich nur die intakten Automaten verwenden. Tapete ist runtergelöst. Boah, da befindet sich ja so gar nichts. Nix ist da. Ich verhungere. Ja, ja, du schaffst das schon. Du packst das schon. Hunger 5. Eine Wasserflasche. Gegengift. Könnte ich wieder verwenden. Heilt verletzt. Ja. Ich pause mal. Ihr wisst, was ich meine. Und ein bisschen Wasser für mich. Gut. Gut, 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 gut. Die Demo hat übrigens geendet im 80. Stock. Das heißt, was sich hier alles befindet, weiß ich noch gar nicht. Und ja, das sowieso zufallsgeneriert alles aufgebaut ist, ja, werde ich ja erleben, was sich da alles befindet. Gespannt bin ich auf jeden Fall schon mal. So, er darf nicht abhauen. Ich möchte ihn vorher noch treffen. Mutantenblut. Das ist ein Handy oder sowas, aber das kann ich leider auch nicht verwenden. Eine coole Sache finde ich das mit dem Hunger, wenn man dann wirklich überlegen muss, wo man hingeht und sich wirklich notieren muss, was sich wo befindet. Ansonsten hat man halt echt schnell die Arschkarte, wenn man keine Hungerwerte mehr zur Verfügung hat, dann geht das auf die Gesundheit und ansonsten geht man halt echt drauf. Und von dem her muss man wirklich überlegen, lohnt sich das jetzt da reinzugehen oder nicht, und sich halt wirklich aufschreiben, was wo ist. In dem Fall brauchen wir einen Schlüssel und wir sind im 76. Stock. Da befindet sich die Tochter, die wahrscheinlich da drinnen ist. Nee, da scheinbar. Madragora, Tochter. Ich habe mich im 69. Stock versteckt. Beeil dich, Daddy. Ich weiß nicht, ob das unsere Tochter ist, weil von der haben wir im Intro auch gar nichts gehört. Dass es die geben soll und dass man die suchen sollen.
Im Intro waren wir bloß nur am Verschanzen und haben uns möglichst weit oben verschanzt, um ja, lang zu überleben. Salat. Da können wir doch bestimmt eine Nahrung draus bauen. Any fruit. Any vegetable und Wasser. Oh, schade. Jetzt haben wir das Wasser gerade verballert. Fuck. Fuck, 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 fuck. Dann lasse ich das noch. Vielleicht finden wir noch mal Wasser da unten. Im nächsten Stockwerk. Oh, du schon wieder. Komm her. Kritischer Treffer. Sehr schön. Das hat gut geklappt. Wir bekommen wieder Mutantenblut und ein Brecheisen. Ein neues. Benötige, es gibt einen anderen Weg. Ich könnte versuchen zu improvisieren. Das könnte klappen, aber etwas Energie kosten. Und vielleicht verliere ich Material. Soll ich es versuchen? Nö. Und ich notiere mir 75 Schaltkasten. Da habe ich mich so gefreut, dass wir es repariert haben, und dann habe ich ganz vergessen, dass ja, das auf Kosten von der Energie geht. Und ach, wir sind jetzt wirklich schon sehr angeschlagen. Leer, leer. Ich hätte gerne wieder irgendwas Tolles, um ein bisschen länger zu überleben. Müssen wir echt den Salat futtern? Das mache ich als letztes dann. Boah. Münze haben wir auch keine mehr. Lumpenmetallteil, Stacheldraht, Kleber. So, die Lumpen wollten wir verwenden für Isolierband haben wir, und wir haben eine Klinge. Wir können uns den Draht bauen, wir haben genug Metallteile. Mit dem Draht können wir was reparieren. Ah, stimmt, das können wir nur oben machen. Gut. Wir brauchen Lumpen und Alkohol für ein Verbandszeug. Antibiotika, die können wir uns leider nicht herstellen. Alkohol werden wir wahrscheinlich auch nicht brauen können. Gehe ich mal davon aus. Nee. Da braucht man Isolierband. Jede Stufe des Bettes erhöht die Heilung von Gesundheit beim Schlafen. Aber die Gesundheit ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Energie, um schlafen zu gehen, und wir haben keine Energie, die wir verballern können. Das heißt, wir sind so ziemlich gearscht. Wir sind ziemlich gearscht. Können uns auch nichts Essbares hier herstellen. Ja, dann können wir einfach nur weitergehen. Einfach immer weitergehen und irgendwann mal umkippen. Gar nicht so easy, dieses Spiel. Draht. Geil, da brauchen wir uns den nicht herstellen. Dann haben wir den gerade eben bekommen. Gut zum Craften, aber dabei ist nix. Können wir nichts herstellen. Du, Mutant, gib uns was. 17 Schaden. 12, das reicht auch aus. 15 Erfahrungspunkte. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Oh, ein Käse. Ich habe mich noch nie so über einen Käse gefreut. Das ist leer. Okay, aber es war eigentlich eh sehr erfolgreich hier. Was haben wir sonst noch? Ziegelstein der Käse. Hunger 12. Aber hallo. Das schnappen wir uns mal. So. Und ich werde jetzt darauf schauen. Ich würde mal sagen, dieser Schlüssel da im
76. Stock. Er klingt sehr verlockend. Ach so, da muss ich wieder rauflaufen. Ja, irgendwas stimmt mit der Stromversorgung nicht. Ja, wir haben es ja verstanden. Draht verwenden. Ja. Gut. Dann können wir den auch wieder verwenden, den Aufzug. Gehen wir gleich zu Fuß darauf. Schlüssel verwenden. Und? Pilze, Holzstück. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das war alles. Oh Gott. Na supi. Boah. 112. Pilze. Können wir da irgendwas kochen? Oder können wir noch irgendwas aufrüsten? Neue Rezepte. Dazu brauchen wir Draht und Zahnräder. Draht und Nägel. Und für die Pilze braucht man wahrscheinlich irgendein Gemüse. Tja. Ich dachte, ein Salat zählt auch als Gemüse. In dem Spiel. Nee. Gut, dann kann ich die Suppe eh vergessen. Da, das bräuchte man. Ein Salat. Aber irgendein Gemüse braucht man. Irgendein Gemüse sollten wir finden, relativ bald, bevor wir drauf gehen. Lalalalalalalala. Boah. Kostet uns das was? Kostet uns das was? Oh nein. Ich will nicht drauf gehen. Ich bin zu jung zum Sterben. Gut, dass der kritische gesessen hat. Wasser! Wir haben Wasser bekommen! Uhu. Dann, ich investiere wieder was in Stärke. Präzision, Geschicklichkeit und nochmal Stärke. Also, wir haben Wasser bekommen. Mehl brauchen wir da. Wir können noch nichts machen damit. Ernsthaft? Wir brauchen wirklich nochmal irgendein Vegetable? Ach, come on. Come on. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Oh Mann. Ich mag nicht draufgehen. Mutantenblut. Mit dem können wir, glaube ich, echt nur Gegengift herstellen. Ich mache mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder.
still have hope. I'll make it out of here.